Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftsmonitor 2015 auf der Landwehrkanal zusammen mit David und Nico. Nikorette statt Zigarette. Richtig. Was macht eigentlich die Dampferei bei dir? Steht bei mir auf dem Nachttisch. Also bist du noch aktiv dabei, oder? Ja. Ja, gut. Nur da ich gerade alles andere in mich reinstopfe, außer Dampf, was meinen Magen füllt in dem Sinne, würde ich mal sagen, verträgt dich das nicht so gut, weil der Dampfgeschmack dann nicht so durchkommt, wenn du einen anderen Geschmack im Maul hast. Ja. Da ich dampfe, weil es schmeckt. Ist das blöd. Ja. Ist das eher kontraproduktiv, würde ich mal sagen. Ich dudel gleich mal eben den Anhänger rüber, ne? Ja. Dudel du mal ruhig ordentlich rum. Das werde ich auch tun. Mein Internet hat ja eben schön eine Stunde lang rumgedudelt. Für alle, die es jetzt nicht wissen, warum wir jetzt nicht mehr auf das Thema Bachelor, Bachelor, Beachler, Beachlerette, was auch immer eingehen. Aber wir wollten eigentlich auf das Thema RTL eingehen. Ja, nee, ich wollte jetzt gerade einmal zu Ende erzählen. Ja, dann. Weil mein Internet nämlich meinte, die 3000er Ping-Marke zu sprengen. Und da haben wir uns dann gedacht, okay, das hat nicht so wirklich Sinn. Did not make sense. Oh, ist das manchmal im Leben, ne? Ja. Und ja, dann liegt jetzt so eine Stunde zwischen der letzten und dieser Aufnahme. Und deswegen kann das sein, dass wir ein paar Sachen jetzt nicht direkt weiterführen, weil ein gewisser Zeitraum eben schon dazwischen liegt. Und ein paar nette Gespräche. Ja. Über Kekse. Kekse, okay, ja. Aber um auf das Thema RTL zurückzukommen, das ist eigentlich eine sehr interessante Entwicklung, die man mittlerweile nicht immer stärker merkt, aber man wenn ich überlege, so vor 5-6 Jahren, als das alles so losging, größtenteils ja mit Minecraft bei den Let's Playern, und alle haben immer erzählt, nö, RTL finde ich ja voll scheiße. Und dann war ja auch diese Geschichte, wo RTL irgendwelche Gamer auf der Gamescom interviewt hat und die dann immer in ein etwas schlechtes Licht gerückt hat, sag ich mal. Naja, etwas schlechtes Licht ist schon ordentlich heftig, ne? Kommentare wie fettige Haare wie eine Fritteuse sind ja normal bei Gamern, ist ja schon ganz schön angreifend, würde ich mal sagen. Ja, aber halt diese Geschichte, und dann war halt RTL doch ziemlich verhasst, und mittlerweile, gerade so was jüngeren YouTuber angeht, die vielleicht noch nicht so ewig dabei sind, da merkt man einfach, dass die, ich weiß nicht, da irgendwie ein bisschen, nicht offener sind, aber dass man einfach so diese typischen RTL-Methoden auch bei einigen YouTubern extrem wiederfindet. Ja. Eindeutig. Ich meine, das geht dann los bei, es gibt ja auch eigentlich tausende Kanäle, nur solche, ich sag mal, Gerüchteküche-Kanäle, die dann irgendwie von wegen, die und die YouTuberin ist lesbisch, die oder die YouTuberin, da läuft jetzt was mit dem und dem, und hast du nicht gesehen, und das Ganze dann, dich darüber lustig machen oder wie auch immer. Ich weiß nicht, irgendwie ist das, das erinnert mich immer, wie hieß dieses, weiß ich nicht, als ich noch RTL geguckt habe, gab es mal so ein Magazin, da ging es dann, das war so mehr oder weniger immer alles Klatsch, so, weißt du? Exklusiv, explosiv, Dingen da. Irgendwie ja, irgendwie sowas nee, glaube ich. Nee, das war, egal, auf jeden Fall irgendwie so ein Ramsch, noch hundertprozentig. Ja, genau, und das meine ich halt. Man kennt das aber. Möchtest du deinen Ladewagen wieder? Muss ich sie abkippen? Lass mich am besten mal rein, dann zeige ich dir das. Nö, da ja, nicht. Um das Gespräch weiterzuführen, wo warst du stehen geblieben? Bei diesem Explosiv und so. Da ist dann, das ist halt eigentlich genau dieselbe Geschichte. Weißt du, dieses typische, man bringt selber eigentlich keine eigene Leistung so wirklich. Nichts, was man selber wirklich irgendwie macht. Man redet nur darüber, was andere falsch machen. Oder was weiß ich, worüber man bei anderen halt reden kann. Aber man selber wird halt jetzt nicht wirklich, das ist einfach so, das kann einfach jeder, weißt du? Sich über irgendjemanden lustig machen. Aber hier vorne ist der Trinker, ich habe da drinnen gesucht. Und über sich selber lustig machen können die wenigsten. Ja, das stimmt wohl. Selbstironie ist ganz arm gesät.
Ganz rar, ja. Auf jeden Fall. Ja, fast 1.000 Euro gekassiert hier. Beim Abkippen. Müssen wir nochmal schauen hier. Gut. Dann wollen wir mal. Was. Nico, was machst du gerade? Ja, was mache ich wohl? Mähen oder Schwadern oder Zettern? Wenn du dich erinnert hast, das Mähen hatte ich schon in der letzten Aufnahme, also in der letzten Aufnahme fertig. Ich war dann schon beim Wenden und dann hat mich das ja mittendrin unterbrochen. Ja gut, also du bist jetzt gerade noch beim Wenden. Ja. Sollte aber diesen Part fertig werden, wenn ich. David, was soll ich machen? Soll ich Schaffe. schwadern? Soll ich dreschen? Soll ich Stroh wegfahren? Befolge meine Aufgabe. Du legst dich auf deinen Bauch Okay, warte. Und warte, erzähl noch weiter, bevor ich das mache, sonst höre ich dich nicht und mehr. fängst mit deinem Po fliegen. Okay, warte. Nee, mach ich nicht. Wenn du zwei hast, sagst du Bescheid. Jetzt müsste erstmal zwei in meinem Zimmer sein. Ja, Ja, stimmt, falsche einfach. Jahreszeit, ne? Denkst du? Ja, du Denkt er. Er denkt er? denkt er. Nee. Wird nix. Was ist das überhaupt, dieses Jungs, es ist Denken? Wochenende. Ist das nicht geil? Ich kann morgen ausschlafen. Freddy, was machst du gerade? Ich befolge gerade keine Aufgaben, Ja gut, dann dresch Anweisungen. weiter. So ein super Drescher, was hast du denn? Ja, ich würde Der auch hat eher lieber. Wendekreise, so Panzer. Ich würde auch lieber dreschen, anstatt mit dem Bührer durch die Gegend zu brummen. Okay. Boah, gehört halt alles mal dazu, ne? Das muss Nein, der alles Bührer ist gemacht einfach nur werden. hässlich. Ob du dir helfen lässt oder nicht, das muss gemacht werden. Richtig. So. Und wenn da vorne gleich der Drescher noch ein bisschen schneller arbeitet, kann ich auch noch ein bisschen mehr Stroh einsammeln. Ich würde es mal interessant finden, der Soilmod bringt ja echt eine Menge Bodenwerte ein. Hier die ganzen Nährstoffe, Wasseranteil und so weiter. Boden-pH-Wert. Es wäre auch cool, wenn es eine Verdichtung gäbe. Weil dann wären so Sachen wie mit diesem kleinen Wagen hier übers Feld fahren richtig scheiße. Nö, das wäre richtig gut. Naja, du fährst halt 1000 Bahnen, ne? Weil der Drescher legt ja Bahn an Bahn direkt, weil die Spat so breit ist wie der Drescher. Und du fährst jede Bahn nochmal ab. Du verdichtest halt schon Glaub mir, extrem. das ist nichts im Gegensatz zu das, was passiert, wenn du mit einem 77 verballerst. Ja, klar. Und einem 3-Achs-Muldenkipper oder sowas. Aber trotzdem ballerst du halt doch schon ordentlich. Nein, das ist Du. echt nichts. Nein, das Vor allen ist im Dingen fährst du halt Ernst. überall mehrmals drüber und relativ Ja, aber gleichmäßig. das Sonst ist hast du halt alle nichts. 10 Meter eine Bahn und hier ist halt Bahn an Bahn. Ja, aber du musst bedenken, da hast du es so dünn und da, wenn du darüber ballerst, bist du mit dem dreifachen bis vierfachen Gewicht dabei. Würde ich mal so behaupten. Plus der Anhänger, plus wenn du jetzt noch die Treckerkombination bzw. Abfahrgespann nimmst, bist du da bei dem, was weiß ich, wie vielfachen Gewicht, plus vier Reifen vom Trecker und sechs vom Anhänger, ne? Das ist richtig heftig. Also, da wird das mit neueren Maschinen, glaube ich, heftiger werden. Ja, ist halt. Ja, Aber ich ich glaube, wüsste die auch nicht, wie man Verdichtung das an berechnen sich sollte. ist höher, aber dafür ist sie halt jetzt sehr verteilt, weil du halt einfach so viel Bahnen fährst. Und da hast du Richtig. dann alle 10 Meter halt punktuell und dafür extrem verdichtet. Ja, und das macht den Boden kaputt. Das mit dem hier ein bisschen verdichtet, da ein bisschen verdichtet, da ein bisschen verdichtet, das machst du ja beim Flügen und alles, geht das ja wieder ein bisschen weg. Boah, das wird schon passen. Aber dieses extrem verdichten. Ich meine, wenn du es mal Nico, gesehen hast, lass dir wenn. jetzt nicht einfallen, dass dein Ja. Internet wieder scheiße wird. Du fängst gerade an zu laggen. Ich habe auch einen 40er Ping im Spiel. TeamSpeak 215. Ja, gut, Okay. ne? Hoffentlich geht's. Naja, also noch kann man mit dir reden. Ist noch nicht so schlimm.
Jetziger Ping durchgehend gerade. Ja, wird schon. Jetzt bist du wieder auf 50, 60. Ja, alles top. Sag das nicht zu laut. Nö, jetzt sollten das nur noch ein paar, einmal ein, zweimal Schwankungen sein. Das sollte jetzt sich jetzt wieder komplett behoben haben für die nächsten 4-5 Tage. Ja, manchmal, weiß nicht, ist eher selten bei mir zumindest, aber ja, gibt es halt auch mal, ne, dass es so Phasen gibt. Ja, ich hab das leider in letzter Zeit sehr, sehr oft. Ja, das stimmt. Du hattest ja auch mal ein paar Tage gar kein Internet, ne? Ja. Das ist halt schon echt scheiße. Aber richtig. Boah, was das hier einfach für eine Schubkarre ist, ey. Schön, dass du das jetzt auch mal einsiehst. Ja, aber ich find das Gerät an sich nicht schlecht, ne? Ich arbeite damit gerne. Aber es ist halt doch schon echt eine Schubkarre. Kriegst du schon das erste Unkraut? Ja, ja. Bisschen Unkraut gehört auch dazu. Der Säumont beinhaltet halt Unkraut. Ich würde sagen, Freddy und ich tauschen gleich. Also keinen Bock mehr. Kann das Gras nicht mehr sehen. Na gut. Ja, gleich, nicht jetzt. Bleib easy. Ich muss erst zu Ende wenden. Okay. Ganz gut aus. Ich überlege gerade. Kuhstall war komplett voll mit Stroh, ne? Ja. Boah, wäre das Ding ein bisschen schneller, dann würde ich euch ja mal den Weg in den Ort unten zeigen. Ins flache Land und da den Bauern besuchen. Aber du, ich glaube, so ist Stroh es. Stroh auf Feld. 12 war es, glaube ich, einsammeln. Nee, 38 ist das. 38 war das Stroh. Na gut, so weit ist es gar nicht weg. Das andere ist auf Feld 5. Was du meinst, Freddy? Ja, hier oben bei mir. David hatte vorhin was erzählt von Stroh irgendwo. Weil auf ich 38, hatte, ja. Auf was 38 für und ja, auf 5. Okay. Ist dein Stroh schon teilweise bereit zum Aufladen, Nico? Dann. Das ist Heu. Ja, Heu, sorry. Nee. Und da müsste Freddy erst ran. Ich tausche gleich mit Freddy. Wendet er, dann schwadet er und ich dresche. Weil ich kann das Zeug nicht mehr sehen. Ich meine, David könnte ja mitschwaden, dann ja, geht dann das schneller. Ja, machen wir zweimal eine Schwaderei. Jetzt mal, dann will der David den Luftgekühlten übernehmen. Den D80? Den Luftgekühlten, ja. So, das wäre auf jeden Fall ein Wort, ne? Ich ein D80 in Ehren kann doch wohl keiner verwehren, ne? Nö. Die 7 ist noch nie allein geblieben. Obwohl ich muss sagen, die alten Deutz gefallen mir besser als diese ganz, ganz alten IHC. Weißt ja, du, da mochte ich die Haube und die Front irgendwie nicht so gerne. Also diese ganz alten, so Deutz D40 Größe, ne? Die IAC. Wer war das mal, den es im LS gab? Ein DX 85 oder sowas? DX? Gab es nicht auch DX? Das war so ein Frontladerschlepper mit 120 PS oder sowas. Dürfte so kurz vor Agros da sein. Ich glaube nicht, dass es mal es gibt jetzt ein DX661 im Spiel, aber ich glaube nicht, dass es damals. Ah, kann aber sein, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, das war ein Frontladerschlepper auf jeden Fall. Ich glaube so möglich. 80er Jahre oder sowas. Wie gesagt, gut möglich. Jetzt keine Aussage tätigen, die ich nachher bereue. Der hat nur, glaube ich, immer Probleme im Multiplayer gemacht. Ach so, ein Mod? Ja. Ja, das kann gut sein, dass es ein DX ist. DX85 oder sowas, irgendwie so. So ein schöner Frontladerschlepper war das. Gut möglich. Der war immer cool. Den hatte ich damals, ich weiß nicht, ob du damals schon dabei warst, als ich auf der Alpental gespielt habe im 13, also ein paar Wochen nur. Da war ich dabei, aber ich war nicht auf der Alpental, ja. Ja, auf jeden Fall, da hatte ich den, diesen okay, grünen Freddy, dort. Okay, David, wir können tauschen. Ja, sofort. Soll ich da jetzt den Deutschen? Ach ne, den wollte David. Dann nehme ich
Doch, den Dolz, okay. Ich bin ja mal gespannt, was die ein oder anderen so zu den Oldtimern sagen. Ich meine, es gibt immer wieder Leute, die finden Oldtimer ziemlich geil. Ich selber spiele ja auch gerne mit Oldtimer. Aber es Im gibt ja auch Anfang kann man welche. das machen. Ja, gehört alles dazu. Wie wollt ihr genau schwaden? Na, ich würde sagen, ich warte jetzt, bis du hier unten bist und dann fangen Da wir eine solltest du neue den Reihe an. fragen, der einsammeln muss. Also auf jeden Fall nicht so wie ich gerade. Das ist, glaube ich, unschön. Obwohl es halt blöd in der Außenrunde. Einmal rundherum hatte ich ja schon, ganz am Rand. Das war halt noch. Ja, Keine Ahnung. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, Hauptsache Gras ist ab und im Stall. Aber, weißt du, was noch ab ist für heute? Ihr Der Brot. Part. Und deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja.